Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute hier zu einer neuen Folge natürlich hier meines Nostalgie-Projekts hier. Ja, in den Lohnunternehmen Ballermann Singleplayer Oldtimer Nostalgie-Projekts. Ja, ich wollte ursprünglich mal ein Ostalgie machen, aber da kam irgendwie was dazwischen. Und dann habe ich es lassen, ja, weil es, ja, Nostalgie ist auch was Tolles natürlich. Man muss ja nicht unbedingt immer hier machen, was auf DDR-mäßig. Man kann ja hier also Nostalgie machen. Also Nostalgie ist auch was Schönes. Wir haben schöne, coole Fahrzeuge natürlich. Ja, also wie wir hier sehen, das Feld hier, das schrumpft langsam hier von der Ernteoberfläche, also nicht von der Größe. Also wir haben schon hier viel gedroschen. Wir haben schon 77% hier abtransportiert. Da ist jetzt am Bock hier. Und die Praktikantin, die fährt hier dann ab hier. Der also, was jetzt seine Prüfung bestanden hat, also den Abschluss hier von der Landwirtschaftsschule, der sitzt hier unten auf dem Fendt drauf und tut unten das Feld hier, also spritzen, hier Lohnarbeit machen. Wenn er alles richtig macht, ja, dann kriegen wir hier auch unsere Asche dafür. Also ein gutes Geld natürlich. Dann sind wir dann auch schon mal einen Schritt näher und tun uns dann hier ein diverses Silo und solche Sachen uns dann anschaffen. Und natürlich einen zweiten Drescher hier. Dass wir hier natürlich hier das abdreschen können. Das so coole Lohnarbeit natürlich machen. Tja, was haben wir hier noch? Also müssen wir schauen. Wir haben noch einen Auftrag. Der ist aber noch nicht angefangen. Aber davor machen wir hier diesen hier erstmal. Können wir ja dann später mal schauen, wie viel Prozent wir jetzt insgesamt ja schon mal gemacht haben. Das steht ja nachher dann dort im Büro auf die Notizen, ist das hier alles kalkuliert. Da werden wir nachher schauen rein bei die Verträge, dass wir das hier natürlich entsprechend hier handhaben. Tja, bin ja auch schon wieder fast hier 80% voll, fehlen immer viel. Schauen wir dann, hier oben steht es ja noch. Da müssen wir dann schauen, dass wir hier unser Feld natürlich hier fertig kriegen. So. Ja. Macht wenigstens mal ein bisschen Laune mit ein bisschen guter Musik, muss ich mal sagen. Ja, heute habe ich auch ein bisschen Bastelarbeit gehabt. Ja, da habe ich hier für meinen Enkel, Sohn, wenn man so sagt, also dann schon mal das Gitterbett und das Ganze mal soweit ist aufgebaut. Und ja, war schon interessant, also nur 12 Schrauben, aber ist immer ein Abenteuer, weil es einem wieder mal Schrauben gefehlt, also so ist das hier. Krache Bumme. Die hat einen Zahn drauf, hä? Die kleine Schnecke, die, ja. Die flitzt hier um die Kurven hier mit dem Mann. Wahnsinn. Wir sind eh gleich jetzt im Woll, natürlich. Und jawoll! Cool wäre es, wenn man das machen könnte, dass also es variiert, also das Volumen, dass es mal hier mal 500 Liter mehr sind oder sowas, so gewisse Toleranz wäre das cool. Man echt kann es auch nicht sagen, ja, ich drösche nur, dass ich 5500 Liter habe gedroschen. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Und, ha, was sagt hier die
Aber halt blöd ist halt, dass der Fuß hier nicht mit so animiert ist. Weil man hier ein Auto-Drive drin hat. Aber wir werden mal ganz kurz mal jetzt mal hier auf unsere Karte mal schauen. Er dreht da unten seine Runden. Tja. Wichtig ist, dass das alles abgeliefert wird. Dass wir unsere Arbeit hier so gut machen, dass unser Kunde zufrieden ist, würde ich mal sagen. Ja, ich sollte nächstes Mal hier einen Hänger mit der größeren Bordwand mir anschaffen. Es geht sich nie irgendwie aus, dass ich mal komplett den Drescher mal leer kriege. Also. Ja, die Hühner habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen, dass die hier mal Eier gelegt haben. Keine Ahnung, was ich da eigentlich von den Hühnern habe. Futter haben sie. Was wollen sie noch? Nun. Die Kleine. Bin gespannt, was dann da kommt dann hier für das Feld, ob man dann das Feld dann hier gruppern soll oder so. Ich weiß es ja nicht. Also Ballenbrechen möchte ich hier drauf nicht. Obwohl, ich hätte ja auch hier eine, glaube ich, schon eine Ballenpresse jetzt auch drin. Da gab es doch hier mal ein, hier so ein Oldtimer-Mod hier auch von Fahr, eine Presse. Die habe ich auch mal euch mal vorgestellt. Ja, cooles Teil natürlich. Bin immer gespannt, was er dann sagen tut, weil das Büro muss ja auch noch gehen. Genau, soll es zurückschieben und nicht warten. Der Haufen ist aber groß gewesen. Ha! Drescher hat jetzt schon 9 Stunden runter. Brutal, 9 Stunden. Habe ich jetzt das Feld schon 9 Stunden? Brutal. Eine, der Weg hierher zählt auch. Okay. Hab ich beinahe vergessen. Oh, 81% haben wir schon abtransportiert hier. Super.
es zieht mich rüber mit der Schwerkraft. Oh, unser Getreidespeicher oder Korntank, wie man so sagt, ist auch gleich mal wieder voll. Dann bin ich mal gespannt hier, wo die Kleine dann ist. Ja, man sieht ja noch nichts, aber so bald mal. Mal hier so stehen, fahren mal das Rohr aus und halten mal die Augen offen, von wo die angedonnert kommt. Oder wir schauen mal ganz kurz mal hier natürlich mal nach, wo die umgehen sollte. Ah, die ist da oben. Sie nähert sich, wie wir hier gerade sehen. Das mit einer Geschwindigkeit. Wir sehen sie schon. Wahnsinn. Da muss man aufpassen. Ja. Eine sehr flotte Fahrerin ist das. Aber in der Zeit kann ich mal was trinken nochmal. Ich habe ja eigentlich das ja eingeschalten, also Feldfruchtumfahrung an, aber immer hält sie das nicht ein. Ich weiß es nicht warum. Aber wir mal sehen hier, sie düst ja richtig ran. Also ich finde den Kronehänger hammermäßig. Mir gefällt der optisch her ganz cool. Früher, wo ich hier die Krone Emsland mal hier gesehen habe, hier, es waren 13, hat mir nicht so gefallen, ja. Vielleicht liegt es daran, na, da habe ich nicht hier als so Nostalgie gezockt, ja. Aber der ist auch richtig hammermäßig für Nostalgie. Da finde ich, das ist optimal natürlich. Tja, ist ja schon wieder vorbei hier natürlich, hier diese Folge. Alles hat mal ein Ende. Ich hoffe, euch hat natürlich hier die Folge gefallen. Wenn ja, schaut es doch wieder rein. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Hiermit sage ich
mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.